Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder mal auf dem gelben Sofa zu Lass mal schnacken. Und wir haben heute eine Legende mal wieder. Vor langer Zeit hatten wir auch schon mal jemanden, eine Legende im Sport, aber heute natürlich auch einen, der immer noch aktiv ist. Und ich freue mich, dass er die Zeit genommen hat, so kurz vor Weihnachten, hier bei mir auf dem gelben Sofa zu sitzen. Horst Rubesch, herzlich willkommen. Horst, moin, Gerd. Grüße dich. Moin moin. Moin moin, schön, dass du da bist. Gerne. Du wohnst ja jetzt in der Nähe hier von Kiel und dann haben wir es ein bisschen einfacher, uns zu treffen, ne? Ja, ist jetzt ein kurzer Weg von Neumünster nach hier, ist nicht allzu lange. Ja, genau. Das ist auch das gut so, dass wir das dann gut hingekriegt haben, ne? Doch, wir haben uns ja beide Mühe gegeben. So ist es. War es ja kein Problem. Ganz genau, richtig. Wir sind ja auch beide ein bisschen geduldsam. Ja, aber wir werden es zumindest auf die Reihe kriegen, ja, glaube ich. Davon gehe ich aus. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das hat ja nicht ganz so geklappt mit der Europameisterschaft, aber zumindest aber nächstes Jahr in Rio de Janeiro zur Olympiade. Das ist natürlich ja auch ein Ergebnis, ne? Ja, vor allen Dingen für uns war es jetzt eigentlich wichtig auch mal, dass wir wieder die Olympiateilnahme erreichen. Und ja, das sind fast 30 Jahre, wo wir zuletzt dabei waren. Gut, mit der Europameisterschaft selber muss ich halt einfach dazu sagen, ich meine, wenn man gesehen hat, was die Mannschaft gespielt hat über 2 Jahre, sie haben kein Spiel verloren und haben sich dann, sage ich jetzt mal einfach, einem Gegner beugen müssen, der wirklich gut war, Portugal. Ich hab's gesehen, ja. Ich meine, man muss da nicht gleich 5 Stück kriegen, sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Nee. Aber wir haben uns einfach zum falschen Zeitpunkt dann diese Auszeit genommen. Wir wollten schon auf den Titel spielen, wir waren auch alle ziemlich betröppelt danach. Vielleicht hat es auch ein bisschen daran gelegen, dass man in dem Spiel vorher gegen Tschechien eben halt dann schon die Olympiateilnahme mit Sicherheit gebucht hatte, dass da vielleicht die Spannung ein bisschen nachgelassen haben. Aber man hatte nicht den Eindruck vor dem Spiel, aber ich denke mal, das gehört dem Fußball dazu. Da musst du auch mal so eine Klatsche einstecken und musst einfach mal anerkennen, dass die Jungs von Portugal da einfach an dem Tag einfach besser waren. Ja, war ein tolles Spiel und musste man einfach sagen, das war auch berechtigt, ne? Ja, vielleicht das war von der Höhe nicht ganz, aber ja, doch, auch von der Höhe war es berechtigt. Von der Höhe. Also, okay, das muss man halt da schon zusagen. Aber trotzdem habe ich den Spielern auch gesagt, Kompliment, was die Spieler in den 2 Jahren geleistet haben, wie sie es genommen haben, wie sie es gespielt haben in der Qualifikation, die Playoff-Spiele und dann eben halt, und das war ja unser vorrangiges Ziel auf der einen Seite, diese Olympiateilnahme. Aber wir sind dahin gefahren, muss man auch ganz, ganz klar sagen, und deswegen waren wir auch so enttäuscht, wir wollten eigentlich Europameister werden. Glaube ich gerne. Das Ziel hat man immer vor Augen, ne? Bei solchen Turnieren. Ja gut, ich habe ja gesagt, wenn man die Qualität sieht, die wir im Moment im Nachwuchs haben, überhaupt, ich habe mal diesen Spruch geprägt, es macht einfach keinen Sinn, mit solchen Spielern Spiele zu verlieren. Ich meine, es macht eh keinen Sinn, wenn du ein Spiel verlierst. Ja. Du gehst auf den Platz, willst gewinnen und dann musst du auch diesen Anspruch haben. Und das haben wir eigentlich auch. Und man sieht ja auch mit der aktuellen Mannschaft, dass es an sich ganz gut läuft. Denke ich auch. Das ist eine tolle Mannschaft. Du hast auch eine gute Auswahl. Jetzt, wie gesagt, wir haben ja sehr viele gute Nachwuchsspieler in allen Bereichen ja auch, nicht? Oder in vielen verschiedenen Vereinen, nicht? Ja, ich denke mal, wir haben ja alle vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf auch, was 2000 gewesen ist, wo wir bei der Euro ausgeschieden sind in der Vorrunde. Und dass dann eben halt dieses ganze Jugendkonzept, was man da auch gemacht hat von Seiten des DFBs aus, wo man eben halt auch in den Kreisen so wie Kiel und so weiter diese Stützpunkte aufgebaut hat, diese Stützpunkttraining macht im Moment und dann eben halt weitergeht über mit den Verbänden zusammen, die wir ja haben, plus DFB-Nationalmannschaften hin zu den Leistungszentren der Bundesliga. Also ich denke, dieser Weg, den wir da eingeschlagen haben, ist richtig gut, ist tolle Arbeit, Kompliment an alle. Und letztendlich, ich meine, das vergessen wir, die mehr oder weniger am Ende der Kette sind, wir kriegen ja schon immer nur die Topspieler, auch nicht. Die entscheidenden Faktoren sind halt die kleinen Vereine, wo der kleine Junge mit 4, 5, 6 Jahren anfängt, Fußball zu spielen. Je besser da die Trainer sind und je besser da, sag ich mal, mit den Jungs umgegangen wird, ihnen einfach den Spaß an diesem Spiel, ja, ich sag mal, beizubringen nicht, aber den haben sie ja selber, aber ihnen den Spaß einfach zu geben, dass ihnen das Spaß macht, die ganze Geschichte, glaube ich, damit sind wir am richtigen Weg. Jetzt gilt es eigentlich darum, dass, und das sage ich ja, ist ja sehr schwer im Fußball, einfach das auch weiterhin zu bestätigen, vielleicht sogar noch zu verbessern, aber eben weiterhin zu bestätigen, weil die Kunst im Fußball ist es einfach, einfacher Ausspruch. Ich habe das früher mal als Spieler auch gesagt, es ist keine Kunst, deutscher Meister zu werden. Das Problem ist, wenn du es bist, ne, weil du musst es anschließend wieder bestätigen. Ja. Und ich denke, darum geht es eigentlich auch bei uns. Und deswegen macht es eigentlich riesig Spaß, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Ja, glaube ich. Du bist ja noch immer voll drin und das finde ich toll. Das merkt man ja auch. Nein, du musst es auch leben. Also wenn du es mit den, die einen sagen Kids, die anderen sagen diese jungen Stars. Nein, sie sind nicht anders, als wir es auch sind. Sie haben alle einen Traum.
Sie wollen unbedingt spielen. Ich meine, ich habe früher auch gespielt, Uwe Seeler mit Charlie Dörfel, dass das nachher Karlsruhe wird, war ja umso schöner. Aber nein, man hatte ja diese Vorbilder auch, das war zu meiner Zeit so. Und das, sind wir ehrlich, das Fußballspiel macht einfach Spaß, wenn du mit vielen zusammen was erreichen kannst, ein Ziel verfolgst, das ist einfach toll. Ja, Mannschaftssport ist schon was Tolles. Ne? Ja, ja, klar. Da gibt's nichts. Du hast ja die Möglichkeit jetzt, die EM ist ja im Juli und ihr fahrt im August Olympiade. Ja. Da hast du noch die Möglichkeit, dann noch aus der A-Nationalmannschaft jemanden auszusuchen, der sich bewährt hat. Ist das so? Oder? Nein. Ist keine nicht. Chance, nein. Nein, also es wird nicht passieren, dass Spieler zwei Turniere spielen. Es geht auch nicht. Weil gehen wir davon aus, wenn die Bundesliga zu Ende ist, dann geht die Nationalmannschaft in die Vorbereitung. Ja. Dieses Turnier bei der Europameisterschaft dauert in Frankreich einen Monat. Und kommt ja auch noch die Urlaubszeit. Dann fängt praktisch die Vorbereitung wieder an. Und ich kriege die Spieler, die ich dann mitnehme nach Brasilien, die kriege ich ungefähr 8 Tage vorher. Also wir werden vorher keine Testspiele machen. Wir haben auch keine Zeit dafür, muss man ganz einfach sagen. Mhm. Und der große Vorteil besteht vielleicht für mich auch da drin als Trainer jetzt, dass ich die Spieler über Jahre alle schon kenne. Und die Jungs, ja, muss man einfach sagen, sind heiß auf dieses Turnier. Ja. Weil du hast ja auch in deiner Laufbahn als Fußballer vielleicht einmal die Chance. Als Trainer könntest du es öfter schaffen. Ja. Aber als Spieler hast du einmal die Chance, an der Olympia teilzunehmen. Und ich habe es den Jungs auch schon mal erklärt, ich kann es ja auch nur vom Hören und Sagen weitergeben, weil der Frank Mill zum Beispiel, der mit mir früher in Essen gespielt hat, die haben Olympia erlebt, Klinsmann hat es auch erlebt. Und die reden da mit einer Faszination drüber, was sensationell sein muss. Ja, und ich denke mal, wenn man so eine Erfahrung kriegen kann, und wir haben die Möglichkeit jetzt, dann sollten wir die auch nehmen und genießen. Aber nichtsdestotrotz, das habe ich meinen Spielern auch schon gesagt, die da in Frage kommen, also wir fahren nicht dahin, um da teilzunehmen, sondern wenn, dann sollten wir auch mit dem Ziel dahin fahren. Und dieses Ziel heißt, so weit wie möglich zu kommen. Wenn es dann wirklich eine Medaille werden sollte, wären wir sicher alle glücklich. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon einige ehemalige Olympiateilnehmer hier gehabt, die sagen, Olympiade ist irgendwas, das ist unglaublich. Ja. Und da bleibt so viel hängen und da lernt man so viele Leute kennen, aus verschiedenen Sportarten ja auch, dass es einfach ein Riesenerlebnis ist. Also mehr noch als eine Weltmeisterschaft, weiß ich nicht. Vielleicht kann schon sein, dass das so ist, aber jedenfalls die Begeisterung bei denen, die ich hier hatte, die war riesengroß. Ne? Ja, ich meine, gut, ich habe ja auch diese Verbindung, Willi Holdorf zum Beispiel, der ja auch immer mal erklärt hat und mir erzählt hat, mit Uwe da zusammengesessen haben, was da eigentlich Olympia los ist und wie das ist. Ja. Es wird sicherlich auch Neuland sein, wird für mich Neuland sein. Ja. Genauso wie für die Spieler. Es wird dann nicht so sein, dass du da vielleicht alle zusammen da sitzen. Das ist euer Tisch, da ist jetzt, nein, da wird es das Olympische Dorf gehen, da musst du deinen Zettel nehmen, dann darfst du dich beim Essen anstellen. Also es wird nicht so sein, wie wir es jetzt in Deutschland gewohnt sind, sondern es wird so sein, wie es die olympische Familie gewohnt ist da. Und da muss man sich eigentlich darauf einrichten. Das werde ich auch schaffen. Ja, ich denke, da gibt es auch keine Probleme. Okay, kommen wir jetzt mal zu persönlichen Daten. Das ist ja immer so auch ein Bestandteil meiner Sendung, wo die Leute immer sehr froh sind, dass sie mal was erfahren über meine Gäste, was früher war, nicht so das Aktuelle, was wir jetzt gerade hatten. Ja, du bist 1951 in Hamm geboren. Ja. Kannst du dich noch ein bisschen an die Jugendzeit erinnern? Klar. Das ist gut. Doch, ich muss halt sagen, ich habe, ja, auf der einen Seite sage ich einfach, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Das Glück gehabt, dass ich wirklich eine überragende Mutter habe, die also für uns Kinder alles getan hat. Und habe auch noch 4 Geschwister, wo ich dann halt der Älteste bin. Und nein, ich kann mich gut erinnern, wie ich angefangen bin und habe die Fensterscheibe eingeschossen mit 5 Jahren, weil ich zu Weihnachten ein Ballgeschenk gekriegt habe und der Onkel den Ball nicht halten konnte. War dann nur unglücklicherweise die Scheibe vom Nachbarn, die da kaputt war. Aber nein, ich kann mich an vieles erinnern. Da habe ich beim FC Pelkum gespielt, dann mit 6 Jahren. Meine ersten Spiele, die ich gemacht habe, kann ich mich immer noch erinnern, dass ich in den ersten 5 Spielen in jedem Spiel 5 Tore geschossen habe. Und da haben wir 5-mal gegen den gleichen Verein gespielt. Und und dann meine ganze Jugendzeit habe ich ja mehr oder weniger bei diesem FC Pelkum verbracht. Ja. Und habe das Glück gehabt, dass ich mit Herbert Krischer, Jugendleiter, sage ich jetzt mal, nicht Trainer, der uns da wirklich begleitet hat, der mit uns sogar im Sommer, in den Sommerferien sind wir mit den ganz Kleinen, mit den etwas Größeren und noch Größeren an den Lenzer Strand gefahren für 4 Wochen oder 5 Wochen
und haben da wie so ein Sommercamp das verbracht. Da sind dann die Mamis mitgefahren und die Papas, die haben noch in Zelten gekocht, wie das so damals üblich war. Also nein, ich habe eine tolle Erinnerung dran, muss ich schon sagen. Gut. Du hattest auch so einen besonderen Hang zu Tieren, nicht? War das was Besonderes oder nur das Allgemeine, was Kinder so haben, Katzen, Hunde? Nein, ich habe von Anfang an immer eine Verbindung zu Hunden gehabt, auch zu Pferden gehabt. Und ich habe eigentlich auch von denen immer einiges lernen können. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt und du siehst, wie sie mit dir umgehen oder wie man sie lenken kann oder wie sie auch fühlen, dann ist das eigentlich hochinteressant. Und ich habe dann sogar später mal irgendwann mit dem Westernreiten angefangen. Also schon, da war ich schon fast 40. Und mich hat es eigentlich interessiert, warum funktioniert das? Wie geht das? Und habe dann einen guten Freund gehabt, den Peter Kreinberg, der mir das dann, der Europameister war im Westernreiten, der mir gezeigt hat, wie man eigentlich mit Pferden umgeht, wie man Vertrauen schafft, wie man eine Körpersprache entwickeln kann und wie man das anzeigen kann. Und das ist eigentlich, sage ich mal, immer das Faszinierende gewesen. Das Gleiche war mit meinen Hunden. Mhm. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst, der Hund, der beste Freund des Menschen. Ja. Und wenn man wirklich diese Verbindung hat und das auch nimmt, denke ich mal, und auch zurückgibt und den auch in seiner eigenen Person auch bestätigt, ich denke, da kannst du da nur Spaß mit haben. Das ist weder bei den Pferden so und bei den Hunden genauso. Ja, aber mit den Pferden, das war ja mal, und dann waren da ein paar Worte drin, waren, das war eine tolle Zucht, die ihr da hattet, ne? Ja, was heißt eine tolle Zucht? Wir haben Edelbluthaflinge gezüchtet, also das heißt Haflinge mit einem etwas höheren Blutanteil von 4-5%. Mhm. Und wir haben dann 3-4 Fohlen selbstständig gezüchtet, aber für uns war es immer just for fun. Wir haben eigentlich Spaß daran gehabt, meine Frau und ich. Ja. Und meine Kinder auch, und es war eine tolle Geschichte. Und als ich dann vor 2,5 Jahren die Probleme hatte mit der Bandscheibe, musste dann zweimal kurz hintereinander operiert werden, dann fiel das Reiten weg, dann fiel auf der anderen Seite das Kutschfahren weg. Ja. Und dann habe ich dann gesagt, okay, du musst jetzt alles sehen, dass du alles schön, sauber, ordentlich unterbringst. Das habe ich getan. Also meine Pferde sind bestens untergebracht und habe eigentlich einen Schlussstrich gezogen, weil das machte dann keinen Sinn mehr für mich. Richtige Entscheidung getroffen. Ja, war eigentlich gut. Ja. Meine Frau auch. Ist zwar allen schweren Herzens abgegangen, aber das ist dann halt einfach so. Ja. Und wir beide, meine Frau und ich, wir wären ja auch nicht jünger. Ja. Und die Kinder wollten den Hof auch nicht. Also war dann die logische Entscheidung, was machen wir? Wir ziehen zu den Kindern und verkaufen den Hof und haben jetzt hier unser Domizil aufgeschlagen in der Nähe von Neumünster. Gott sei Dank, du bist ja schön in der Nähe. Ja. Was neben dem Beruf des Dachdeckers, hast du Handball und Fußball gespielt? Ja. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Kann ich nicht sagen. Ich bin faszinierter Handballer. Ja. Also ich meine, wenn ich nach Kiel immer komme, bin ich ganz ehrfurchtsvoll, wie groß die Mittlerhäuser heute alle sind. Aber nein, ich meine, ich war in Kiel, habe mehrere Mal in Kiel schon zugeschaut, habe mehrere Mal in Hamburg zugeschaut. Ja, ich bin ein absoluter Fanatiker, also ein Fan vom Handball. Muss man einfach dazu sagen, ich habe beides gespielt. Bei mir war es halt einfach so, dass der Fußball für mich einfach das Lebenselixier war. Und in der Kombination mit dem Handball war das eigentlich perfekt für mich. Ich habe meine Frau und ich, wir haben uns die Tage nochmal unterhalten und dann hat sie gesagt, ja, so perfekt war das auch wieder nicht. Da habe ich gesagt, wie meinst du das jetzt? Hat sie fünfmal die Woche trainiert, also ich habe fast jeden Tag trainiert und samstags Handball und sonntags Fußball. Also viel Freizeit war natürlich mit meiner Frau da nicht vorhanden, aber wir haben es gut auf die Reihe gekriegt und mir hat es geholfen, muss ich ganz einfach sagen. Okay, das war dann der Fußball 1975, fängst du dann bei Rot-Weiß Essen an, ne? Ja. Aber du müsstest eigentlich noch so eine kurze Zeit mit Ente Lippen zusammengespielt haben, oder war das bei ihm Ente schon Schluss? Nein, ich habe im ersten Jahr mit Ente zusammengespielt, also bin dann nach Essen gekommen und war ja dieser Spätstarter. Ich war damals schon 24 Jahre alt und ich kriegte diese Möglichkeit einfach nochmal geboten in Essen. Ja. Und da ging es für mich eigentlich darum, mache ich es oder mache ich es nicht. Und da bin ich dann damals zu meinem Meister gegangen und dachte, Herr Meister, sage ich, wenn das nicht funktioniert, kann ich zurückkommen. Er hat gesagt, klar, kannst du zurückkommen, probier es. Ja. So eine Chance nimm und probier es. Und ich wollte es ja auch unbedingt. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, weil das ja auch nicht das Gelbe vom Ei war. Ich habe ja bei der Arbeit mehr verdient als Profi im Fußball zu der Zeit. Ja. Und dann hat sie gesagt, na, ich werde mir nicht von dir irgendwann erzählen lassen, in 10 oder 20 Jahren, ich hätte das alles verhindert. Das machen wir nicht, die Entscheidung treff du mal. Und wenn du willst, dann machst du das. Ja, und dann habe ich es gemacht. Und man muss eigentlich sagen, es war wie ein Traum. Ich meine, ich komme hin und gut, ich habe 3-4 Monate trainiert, komme aus der Landesliga. Es war
ein brutales Tempo, auch zu der Zeit schon. Dann spielst du mit Leuten wie Lippens zum Beispiel, die Bälle nur anschnibbeln und hin und her. Und die dir dann auch noch helfen, was ja wirklich wichtig war zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann das Glück, dass ich im ersten Spiel, deswegen habe ich immer gesagt, was wäre, wenn gewesen, im ersten Spiel nicht beide Tore gemacht hätten und wir hätten nicht 2-1 gewonnen. Weiß ich nicht, ob die Karriere so gelaufen wäre. Aber das ist halt eben so dann gekommen. Ich habe dafür gearbeitet auf der anderen Seite. Die anderen haben mir geholfen. Ich habe einen super Trainer gehabt mit Ivica Horvat. Und dann ist mein erstes Jahr ist sensationell gut gelaufen. Aber das war erste Liga, ne? Das war erste Liga. Damals war erste Liga, ne? Wir sind in dem Jahr. Das war natürlich ein Sprung, ne? Ja klar, da war erstmal ein Riesensprung. 4 Klassen dazwischen. Ja. Und hinzu ging das ja alles zu schnell für mich. Und dann wirst du ja sofort in irgendeine Schublade gefahren. Der kann nur Kopfball spielen, der kann keinen Stuhl umspielen. Das habe ich alles genommen und habe mir gedacht, naja, solange du das reinhaust, was sollst du da Gedanken machen? Und dann haben wir einen Trainer gehabt, der mich immer wieder gefordert hat, der mit mir trainiert hat, der mich meine Seite genommen hat, wenn es mal nicht so lief. Das war eigentlich perfekt. Dann kam der HSV, 1978 bis 1983, einige Meisterschaften, ne? 3 Stück, ja. 3 Stück? Ja. Das Schlechteste war, beim HSV war immer das Schlechteste, wenn wir Zweiter geworden sind. Ja. Wir sind 3-mal deutscher Meister geworden, 2-mal Vizemeister. Dann haben wir im UEFA Cup Endspiel gestanden. Das haben wir leider verloren hier gegen Göteborg. Und haben auch das erste Europapokal, der Landesmeister, das Finale, das haben wir gegen Nottingham Forest 1-0 verloren. Und dann haben wir es 83 so gemacht, wie man es machen soll. Wir sind dann deutscher Meister geworden und Europapokalsieger, Landesmeister. Damals. Wie sieht es denn heute mit dem HSV aus? Ja gut, man sieht nochmal, ich tue mich da auch immer schwer mit, das von früher mit heute zu vergleichen. Macht auch wenig Sinn. Nein, im Moment aktuell würde ich sagen, okay, sie sind auf einem guten Weg. Mhm. Also muss man einfach sagen, vor allem wenn man die letzten 2-3 Jahre nimmt. Und ich hoffe jetzt eigentlich, dass da eine Konstanz reinkommt. Nicht nur was die Mannschaft angeht, sondern auch was den Verein angeht. Ja. Und wichtig wäre jetzt eigentlich, dass man vielleicht jetzt am Wochenende nochmal die Punkte gegen Augsburg mitnimmt. Ja. Und dann ist man zumindest in der Nähe der Europacup-Plätze. Aber ich denke, da sollte man jetzt nicht unbedingt mit Gewalt hin wollen, sondern wichtig ist eigentlich, dass wir dieses Jahr mit dem Abstieg und mit der Relegation nichts zu tun haben, sondern dass wir da kontinuierlich wieder aufbauen und dass der HSV auch in der Bundesliga wieder die Marke ist, die ihm eigentlich zugesteht. Das meine ich allerdings auch. Aber es wird natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen geredet mit Lavadia, ist ganz klar, eine erste Saisonhälfte. Immer gut, immer top und bei vielen Vereinen, dann nehmen wir mal Bayer Leverkusen, zweite Hälfte abwärts. Hoffentlich tritt das nicht ein. Ne? Nein, ich habe es ja eben schon mal versucht. Im Fußball ist eigentlich immer das Schwierigste, das zu bestätigen, was man schon erreicht hat. Ja. Also man muss darauf aufbauen und da wird es nicht immer an einer Person liegen. Es wird nicht nur an dem Trainer liegen, es wird auch nicht nur an den Spielern liegen, sage ich jetzt mal im Angriff oder in der Abwehr, sondern es wird an das gesamte Konstrukt liegen, dass jeder da bereit ist, den Schritt zu gehen, dafür zu arbeiten und eigentlich das, und das ist das, was ich mir dann auch immer vor Augen geführt habe, auch den Leuten das zurückzahlen. Wir wissen ja irgendwo auch mal als Profis, ob ich das als Trainer bin oder die Spieler, ein bisschen Demut diesem Sport gegenüber haben. Weil ich denke, wenn du mal siehst, was du damit erreichen kannst, was da heute mit möglich ist, du kommst in andere Länder, du lernst viele Leute kennen, du kannst da viel Geld mitverdienen. Also ich denke mal, und da denke ich mal auch, müsste man sich auch mal selber hinterfragen, ob ich wirklich alles dafür tue. Und ich denke, das ist der entscheidende Faktor Geschichte. Es steht nicht der Einzelne im Vordergrund, sondern hier steht nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein. So, und da denke ich mir ganz einfach, und wenn ich diese Zuschauer in dem Stadion sehe, heißt ja Gott sei Dank wieder Volksparkstadion. Ja. Nee, die Zuschauer sind sensationell, muss man ganz einfach sagen. Sie stehen wirklich schon seit 2-3 Jahren wirklich Gewehr bei Fuß. Sie haben der Mannschaft immer geholfen, egal wie schlecht die Zeiten waren. Ja. Und sie haben es auch eigentlich verdient, jetzt wieder guten Fußball zu sehen. Ja, ist ja bewundernswert. Die Fans ist ja unglaublich, nicht? Ja, aber das ist auch in vielen anderen Staaten ja genauso. Ja, aus dem Westen. Den müssen wir mal so ein bisschen ausklammern. Und sowieso, ne? Nein, aber ich sag mal, ich sag jetzt mal auch, wenn wir Alten mal zusammenkommen, ob das jetzt Dietmar Jakobs ist, ob Roger Hieronymus und wie sie alle heißen zusammenkommen, da haben wir schon mal gesagt, stell dir mal vor, wir hätten so ein Stadion früher gehabt, der hätte gar keine mehr anreisen brauchen. Ne, weil die Leute stehen wie eine Wand dahinter. Ich denke, dass der HSV mit eins der besten Stadien in Deutschland hat. Ja. Das macht einfach Spaß, in dieses Stadion zu gehen. 224 Bundesligaspiele, 136 Tore. Das ist ja fast jedes Spiel ein Tor. Ne? Ja, fast. Sehr übertrieben. Aber nein,
ich meine, ich habe eine gute Bilanz, aber wenn man da selber, man muss ja auch irgendwo kritisch sein. Für mich war immer so die Marke, dass ich gesagt habe, du musst als guter Mittelstürmer mindestens 15, 16 Tore in der Saison schießen. Das habe ich getan, außer vielleicht den ersten Jahr in Hamburg. Und aber wenn man es dann nimmt und spielt in so einer Mannschaft. Ich habe gespielt mit Magath, mit Kiegen, mit Kals, mit Wehmeier, mit Plückenach, was weiß ich alles. Ja. Oder Bastrup noch zum Schluss. Und das macht doch einfach Spaß, mit solchen Leuten überhaupt Fußball zu spielen. Und wenn du dann noch erfolgreich bist, macht es umso mehr Spaß. Und deswegen sage ich im Nachhinein immer, es hätten sicherlich noch ein paar mehr sein können. Aber schon ein paar liegen lassen. Und ein paar sind vielleicht auch reingegangen, die man normalerweise nicht macht. Ja. Aber ich denke mal, es wäre eher möglich gewesen, noch ein paar Tore mehr zu machen. Aber es waren ja genug. Ne? Ja, es war genug. Ja. Es waren ein paar schöne dabei, ja. Aber es war natürlich auch eine tolle Zeit für dich, Branko Cevec und Kiegen und Felix Magath. Das hat dich auch so ein bisschen fußballisch weitergebracht, ne? Ja, ist normal. Du gewöhnst dich auf der einen Seite, in Essen auch. Du gewöhnst dich ans Tempo, du kommst immer weiter. Du musst eigentlich arbeiten. Ja. Na, viele, ich sag mal nochmal, das Talent wird alleine nicht reichen. Ja. Ich habe ein Talent gehabt, dass ich gewusst habe, wo das Tor steht. Ich habe ein riesengutes Kopfballspiel gehabt. Ja. Das war, ja, zum Teil nachher war es dann weiterentwickelt, gut trainiert. Aber ich habe es im Vorfeld schon mitgebracht. Deswegen vielleicht nochmal die Kombination zum Handball hin. Der Handball hat mir dabei geholfen. Also wenn du aus dem Stemmschritt kommst, aus der Bewegung kommst, hoch, das Lösen vom Mann her ist auf engen Raum im Handball auch gegeben. Das sind alles Sachen, die mir dabei geholfen haben. Und ich sag's mal auf der anderen Seite, ich habe diese Hilfe gekriegt von meinen Mitspielern, ich habe sie vom Trainer gekriegt, ich habe dem Verein vieles zu verdanken, vor allen Dingen den Zuschauern, sie haben mich genommen. So, und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, ich habe dafür gearbeitet letztendlich. Mhm. Und das ist dann, denke ich mal, auch der Schlüssel zum Erfolg, ganz einfach. Und da nicht mit zufrieden zu sein, wenn du in einem Jahr dabei bist und im nächsten Jahr bist du dann auf einmal 8., 9., 10., 11., das kann es auch nicht sein. Dann habe ich auch den Anspruch, da oben immer jedes Jahr wieder mitzuspielen, dann diese Anzahl an Toren, die ich vielleicht als Mittelstürmer gemacht habe, vielleicht mit einem zu übertreffen. Aber wie gesagt, das schaffst du nicht alleine. Du brauchst deine Kollegen dazu. Und ich denke, so sehe ich den Fußball. Und das ist auch das, was ich heute den Jungen versuche zu erklären. Mannschaftssport. Genau so ist es. Ja, das ist das Entscheidende. Wir können ohne ihn spielen. Ja, so ist es. Dein außergewöhnliches Kopfballspiel war natürlich so hervorragend, dass die Nationalmannschaft einfach um dich nicht herumkam. Aber das war, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, ne? Ja, die Nationalmannschaft wäre schon um mich herumgekommen. Oder sagen wir zumindest, ich hätte ja nicht gespielt bei der Euro, wenn der Klaus Fischer sich nicht vorher das Bein gebrochen hätte. Ja. Er war ja wirklich ein gesetzter Mittelstürmer und war ein überragender Mittelstürmer zu seiner Zeit. Muss man ganz einfach so sehen. Und wir haben ja viele gehabt. Da war noch ein Toppenmüller, da war noch ein Dieter Müller, da war ein Dieter Hoeneß noch. Also es hat einige gegeben in der Form. Und ich hätte dann höchstwahrscheinlich bei der Euro mehr oder weniger auf der Bank gesessen. So kam dann halt meine Chance. Man darf auch nicht vergessen, der Europameistertitel und die beiden Tore und hin. Aber man muss eins auch wissen, ich habe vorher kein Tor in der Nationalmannschaft geschossen. Ja. Ich habe die Vor- und Spiele alle mitgemacht und habe kein Tor geschossen. Und vor dem Finale war es ja dann auch so, dass der Juba, ich überlege noch, ob ich dich morgen aufstelle. Und dies habe ich gesagt, Trainer, das ist eine Entscheidung, die müssen Sie treffen. Ja. Die kann ich nicht treffen. Aber eins weiß ich gebe 100%. Andersrum muss ich heute sagen, ach Gott sei Dank hat Jupp mich aufgestellt, ich habe ein Tore gemacht im Finale und das waren dann wieder, zu dem Zeitpunkt waren es dann einfach wieder diese, ja, wie man so schön sagt, diese Finalen, ja, die 100% da, wo du sie machen musst, habe ich sie gemacht. Ja, ja. 80 Europameister, 82 Vize-Weltmeister, das waren schon schöne Dinge, ne? Ja, ich muss sagen, obwohl bei der WM, wenn man überlegt, wenn man meine Karriere verfolgt, die ja traumhaft war, Und da muss ich auch sagen, bei der WM habe ich ein einziges Mal in meinem Leben die Chance, eine WM zu spielen. Ich habe sogar eine Chance, Weltmeister zu werden. Und dann reicht es im Finale nicht. Dann fragst du dich schon, warum. Und ich denke, da waren wir auch selber ein bisschen schuld mit dran an der ganzen Geschichte. Ja, 82 war dann Schluss und du hast insgesamt 6 Tore geschossen, ne? Bei 21 Länderspielen? Ich weiß gar nicht, ob das 6 oder 9 waren. Ich bin ja nun so ein Typ, der, ich habe noch nie meine Spiele gezählt, noch nie meine Tore gezählt. Aber ich habe es gelesen. Ja, ja, kann sein. Ich glaube, war ein bisschen mehr sogar. Waren es 6 oder 9? Ach so. Okay. Aber ist auch egal. Ich habe es nur mal gehört. Spielt ja keine Rolle. Eben. Ja, nein. Wenn man überlegt, da habe ich ja auch schon mal oft drüber nachgedacht, ja, du kommst so spät, kommst du. Mir fehlen ja praktisch 6 Jahre als 18-Jähriger bis 24. Ja.
Du machst dann noch 24 Länderspiele und 3 B-Länderspiele. Also waren es ja insgesamt 27, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und legst da so eine Karriere noch hin. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann mich ja nur bei allen bedanken. Ja. Meine und kann mich aber bei mir selber bedanken, dass ich eben alles dafür getan habe. Und nein, das ist einfach toll. Ich würde auch keine Minute davon zurückgeben. Glaube ich gerne. Sonst wäre auch Erlebnisse, die bleiben irgendwo auch hängen. Ne? Ja, sie prägen dich ja auch. Ja, ne? Ja, klar. Und ich denke, man sollte nicht vergessen, ich sage, die Anfangszeit in Hamburg war für mich auch nicht leicht, genauso wie in Essen. Da muss ich Uwe Seeler ein Kompliment machen, der mir immer geholfen hat. Ja. Er hat ja nebenan gewohnt. Er hat ja auch gewusst, dass ich mit dieser großen Glocke, Uwe Seeler, die da oben drüber hang, musste ich ja auch leben. Und heute darf ich das ja sagen, der Dicke war immer einer meiner Fürsprecher. Der sagt, mach dir keine Gedanken, vergiss es, du schaffst es. Und ich weiß, dass du es packst. Und das sind natürlich Dinge, die dir dann auch immer wieder weiterhelfen. Genauso wie ich die Trainer, die ich gehabt habe, jetzt mit Ivić Horvat in Essen, dann anschließend Branko Cevic im ersten Jahr, der auch immer wieder mit mir noch gemacht hat, Laufwege, dies, das. Und ich war ja so, ich habe es auch genommen und habe immer nur gesagt, na, du schaffst mich nicht, da geht noch weiter, da geht immer noch einer. Und wenn er dann verrückt wurde, habe ich immer gesagt, so, einen machen wir für den Trainer auch noch. Naja, dann war das eigentlich für mich gut. Und dann die Krönung war eigentlich Ernst Happe, der dann komplett an der Fußball spielen ließ. Ja. Nicht so defensiv und nicht so von der Einstellung her. Aber muss man auch dazu sagen, wir haben auch eine Top-Mannschaft gehabt. Also da hat einer für den anderen gestanden. Und diese Mannschaft, so, sage ich jetzt mal einfach, war sicherlich mit dem Jahrgang von Uwe Seeler, war mit das Beste, was der HSV bis heute gehabt hat. Ja, glaube ich auch, Dann kam 83 der Wechsel vom HSV nach Standard Lüttich und dort nach Dortmund. Ging vom HSV aus? Ja, das ging vom HSV aus. Musste das sein oder wolltest du? Oder? Nein, ich wollte noch 2 Jahre spielen, aber das war damals nicht möglich, weil der HSV hatte ja gute Optionen mit Schatz Schneider-Wuttke, weil Schatz Schneider ja auch viele Tore gemacht und Wuttke war ja auch einer, der sich etabliert hatte und Bastrop und ich, wir waren 33 Jahre alt. Also irgendwann musste ja dieser Umbruch kommen. Und für mich war es nochmal die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ja. Die habe ich damals genutzt. Und diese beiden Jahre waren eigentlich, für mich waren sie, sagen wir, für mich persönlich waren sie sehr wertvoll. Weil ich habe erstmal ein anderes Land, auch wenn es nur Belgien ist, aber eine andere Mentalität, die Art und Weise, wie die Spieler da hinkommen. Kleines Land, du hast jetzt nicht mehr die Trainingslager vorher, du triffst dich am Spieltag und. Und das Einzige, was mich da so ein bisschen immer aus der Spur gebracht hat, war, ich habe im ersten Halbjahr im November dann den Achillessehnenriss gehabt, nach dem Spiel gegen Dundee United, wo der mir da hinten in die Achillessehne saust und die Sehne war abgerissen. Ja. Das hat dann natürlich 4 Monate gedauert, 4,5 Monate. Habe aber gleich wieder Anschluss gekriegt und im Jahr darauf passiert mir das gleiche im November, also in ähnlicher Form, mit dem Innenbandabriss. Dann bin ich da auch nochmal 3 Monate ausgefallen und da war eigentlich normalerweise für mich klar, dass am Ende der Saison Schluss war. Ja. Obwohl sie in Lüttich, sie wollten mich noch behalten, aber nein, ich war eigentlich normalerweise rein vom Gefühl her, war es für mich klar, das reicht nicht mehr, du musst aufhören. Und ja, dann habe ich noch mal einmal diesen Sprung gewagt, da ins kalte Wasser zurück nach Dortmund. Ja. Und da sage ich im Nachhinein, es war sicherlich auf der einen Seite für mich lehrreich, weil ich dann in Dortmund dagegen den Abstieg spielen musste von Anfang an. Aber ich hatte schon nach ungefähr, ich glaube, 7 oder 8 Spielen Laufenprobleme, was die Leiste anging, Adduktoren anging. Und keiner wusste genau, wo es herkam. Habe dann auch einige Spiele gar nicht gemacht und konnte auch nicht diese Leistung bringen, muss ich auch dazu sagen. Und habe es bis zur Winterpause noch probiert. Und dann hat man einfach festgestellt, dass die Bauchdecke gerissen war. Und dann war es für mich auch klar, habe ich gesagt, nein, ich werde nicht wieder anfangen. Sondern für mich geht jetzt halt die Gesundheit vor. Ich will auch nach dem Fußball noch was. Und habe dann meine Karriere als Spieler in dem Moment beendet. Ja, war eine vernünftige Entscheidung. Ja. Du hast noch mal ganz kurz, Karls Flanke, Rubesch Tor. War das irgendwie mal so eine Zufallssache oder wurde das irgendwie von vornherein trainiert? Oder danach trainiert, wie man gesehen hat, Mensch, das können die beiden ja. Ja, die Frage ist ja schon oft gestellt worden. Ja, das glaube ich gerne. Ich habe meist immer die Antwort so gegeben, ich sage, der Karls hat die Bälle reingehauen, der wusste ja nicht, wohin damit. Nee. Und ich habe sie mir geholt. Ja, das hat man getroffen. Die anderen sagen immer, der hat dich getroffen. Nein, das war nicht so. Der hat sie einfach reingehauen und ich habe gewusst, wo sie hingehen. Ja, okay. Nein, also wir haben es schon auf der einen Seite immer wieder trainiert, das haben wir in Essen schon getan. Also mit dem Willi Liebens genauso. Ja. Und in Hamburg haben wir es auch gemacht.
Aber das war auch eine Geschichte, wo man einfach sagen muss, in Hamburg war es ja nicht nur Karls, es war auch Magath, es war Memering, die also Willi auch perfekt, und wer es auch perfekt konnte, war Willi Reimann. Das wird auch immer vergessen. Ja. Aber mit Manni da hinten dran als Außenverteidiger, der so hoch kam mit der Geschwindigkeit und diese Bananenflanken gespielt hat, war es natürlich immer noch eine zusätzliche Waffe. Und das waren dann oft, und das sieht man ja auch heute noch, wenn man irgendwie alte Bilder zu sehen kriegt im Fernsehen, es waren dann oft die entscheidenden Tore. Ja. Ja, und genau. Nein, wir haben schon daran gearbeitet, wir haben alles gemacht. Und das hat einfach auch perfekt funktioniert. Da war ja auch erfolgreich, genug. Nein, muss ich auch dazu sagen, ich meine, wenn du so einen wie mich da vorne drin hast, hast du da unten rum Kevin Keane, das ist schon genial. Ja. Dann hast du noch einen Magath dahinter, ja, hast du auf der Außenbahn den Willi Reimann. Ja. Dann hast du einen Torhüter, der auch in der Nationalmannschaft spielt, wie Rudi Kargus. Ja. Hast du Peter Hiesin da hinten oder Iko Bulja und Peter Nogli und wie sie alle heißen. Das war schon eine super Truppe. Ja. Dann kam Trainerlaufbahn. Wo begann die? Die begann auch in Essen, kurioserweise. Ach, wieder. Ja, ja. Oder wieder zurück. Ja, die Essener sind über die Aufstiegsrunde dann aufgestiegen. Und ja. Dann sind wir im ersten Jahr, haben wir den 11. Platz belegt, war ganz in Ordnung. Im zweiten Jahr war es dann so, dass wir das nicht ganz halten konnten. Und dann kam irgendwann eine kriselige Phase, wo es nicht so gut läuft. Und dann ist das ja in dem Geschäft schon mal so üblich, dass man dann beurlaubt wird. Das war dann auch bei mir der Fall. Geht ganz schnell. Aber wie gesagt, auch ich habe, sag ich mal, da auch Lehrgeld bezahlt. Du zahlst ja immer wieder Lehrgeld. Und du musst eigentlich bereit sein, immer wieder etwas dazuzulernen und mitzunehmen. Weil es kann keiner vom Spieler zum Trainer werden, ohne dass er also nicht lernt und nicht bereit ist zu lernen. Weil es ist ja eine komplett andere Geschichte in der Form. Und da hat mir natürlich auch geholfen, auf der einen Seite den Fußballlehrer zu machen. Den habe ich ja während der Zeit in Essen noch gemacht. Ja. Und so hat sich dieser Weg dann entwickelt. Und dann kam der DFB. Ja, und dann kam viel später, dazwischen waren noch ein paar Stationen. Ja, gut, okay, aber die, DFB ist dann ja, DFB war ja dann, 96 war es so, dass der Berti Fuchs mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ob ich da mal mitgehen würde und mir das mal angucken würde bei der U16. Und dann habe ich mir das angeguckt und der Bernd Stöber hat damals die Europameisterschaft im eigenen Lande gehabt. Und das war einfach faszinierend, was da abgelaufen ist. Mhm. Wie der mit den Jungs umgegangen ist, wie der die Jungs da hingebracht hat, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er sie in den Arm genommen hat. Wir sind leider nicht ins Finale gekommen, wir sind dann im Halbfinale gescheitert, haben aber Platz 3 noch gewonnen. Und das waren für mich 3 Wochen, die waren einfach überragend, die haben Spaß gemacht. Ja. Und dann bin ich anschließend nach Hause gekommen, habe ich zu meiner Frau gesagt, da ist es, ich habe immer gedacht, ich könnte alles oder ich wüsste schon mal vieles, aber da habe ich gesagt, wenn ich immer so gut werde wie der, alle Achtung. Und und das sind auch Leute gewesen, so wie der Bernd oder wie der Jörg Daniel, die beim DFB, Erich Rutermöller kann ich da auch noch zunehmen, Paul Schumann und so weiter, die dir dann auch immer wieder geholfen haben, wenn du was brauchst. Die haben gesagt, pass auf, überleg mal, vielleicht so oder dies oder jenes. Weil mit jungen Spielern dann zu arbeiten, was ich dann ab 98, 99 getan habe, bis heute, erfordert dann auch wieder ein Umdenken, bereit sein zu lernen, die Jungen mitzunehmen, Verantwortung zu übertragen auf diese jungen Spieler, um auch erfolgreich zu sein. Und hinzu kommt ja dann eben noch diese ganzen Konzepte, die wir eben nochmal angesprochen haben, mit den Stützpunkten, vor allen Dingen mit den Verbänden, mit den kleinen Vereinen und der Trainerausbildung, haben wir mittlerweile so gute Junge, dass man eigentlich sagen muss, erstens bleibe ich jung dabei, ich werde immer besser jetzt mit meinem Handy, mit meinem Laptop. Das können die mir ja alle schon mal beibringen. Ja. Und vor allem die Jungs sind eigentlich ehrlich. Sie arbeiten, sie machen einen guten Job und sie haben vor allem auch Spaß an diesem Job. Das ist auch wichtig, ne? Ja. 2003 warst du Co-Trainer bei Ribbeck, ne? Das war ja auch ein Sprung denn? Sprung war es denn. Ich bin ja eingestellt worden 2009 als U17, 18, 19 Trainer. Ja. Hab dann den Co-Trainer bei... Als zweiter Co-Trainer, weil der Uli Stielicke war dabei, für die A-Mannschaft noch gemacht. So wurde ich eingestellt und wurde dann Trainer der A2-Nationalmannschaft, die es ja auch noch gegeben hat. Ach so, ja, richtig. Ja. Und da haben wir dann über Bernd, nachher in dieser A2-Mannschaft haben zum Beispiel Bernd Schneider gespielt, Frank Baumann oder Mustafa Togo und wie sie alle heißen, die da gespielt haben. Simon Jentsch hat da gespielt, Jörg Butt im Tor gespielt. Da sind viele rausgekommen, die dann letztendlich auch in der A-Mannschaft wieder gespielt haben. Und dann hat man es trotzdem nachher, als Klinsmann dann übernommen hat, komplett eingestellt. Und das war für mich eigentlich eine Geschichte. Du konntest jetzt mal ganz oben wieder mit reingucken, was da noch dabei. Uli und ich, wir haben ja zusammengespielt bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft. Und hatten da sowieso ein gutes Verhältnis. Wir hatten mit Erich Rübeck einen Trainer, der also wirklich
mit uns da, muss ich wirklich sagen, kooperiert hat in jeder Form. Und nein, es hat halt nicht funktioniert in dieser Zeit. Ja. Und dann musste ja irgendwo ein Neuanfang kommen. Und der ist ja Gott sei Dank dann wirklich so gelaufen, wie er sich bis jetzt entwickelt hat. Jetzt habe ich drei Sachen auf einmal. Einmal Trainerpreis, mhm. Karel Gott und Muscuri. Ja, das ist gut. Das also, ist gut, das finde ich auch gut. Ja, Trainerpreis, okay. Ich meine, ich sag mal, diesen Trainerpreis müsste man eigentlich normalerweise widmen all denen, die diese Spieler entwickeln. Ja. So, das muss man einfach mal so sehen. Dass ich jetzt am Ende der Kette stehe und da die Belobigung kriege und diesen Preis mit nach Hause nehmen kann. Aber entscheidend ist eigentlich, wie gut unten gearbeitet wird. Je besser unten gearbeitet wird, je bessere Spieler habe ich oben. Und wir sind in Europa soweit. Gut. Karel Gott ist eine Geschichte, was ich ja eben schon mal gesagt habe, durch diesen Sport. Und deswegen auch mal Demut. Triffst du viele Leute. Du kommst ins Fernsehen, du kommst ja auch mal zu anderen Veranstaltungen. Hatte ich das Glück, hier beim NDR den Karel Gott mal kennenzulernen. Das ist auch schon jetzt, müsste ich ja lügen, ich bin schon ein bisschen älter, also zumindest ist es über 30 Jahre her. Ja, Und habe ihn dann dazwischen immer mal wieder getroffen. Ja. Und das war eigentlich eine Geschichte. Ich bin ein Fan deutscher Musik und Karel Gott gehört dazu mit Babitschka und was weiß ich alles. Und dann war es bei der Euro jetzt so, dass zufällig jemand sagt, wir haben im Hotel gewohnt, vielleicht 500 Meter von seinem Haus entfernt. Ja. Du wolltest also nur so einen kleinen Bogen gehen rum. Und wie das dann so kommt, das Fernsehen kriegt ja oft alles mit. Dann war das Fernsehen auf einmal auch vor der Tür und dann bin ich rübergegangen, habe ihn besucht. Und dann haben wir so ein bisschen gequasselt. Er hatte vorher, war ja auch ein bisschen kränklich. Ja. Der hatte sich wieder erholt. Und dann sagt er, was hörst du denn am liebsten? Da habe ich dann gesagt, ja. Ich sage, da war aber für die Mama, auch für meine Mutter zu Hause Babischka. So. Und dann hat er gesagt, aber da musst du singen. Ja, da habe ich gesagt, bevor der, ich sage, da gehen höchstwahrscheinlich zu Hause, in öffentlich-rechtlichen, egal wo es gezeigt wird, gehen höchstwahrscheinlich die Fernseher kaputt, wenn ich singe. Aber wir haben es dann getan, hat riesig Spaß gemacht. Ja, ja. Und das Letzte, ja, Nana Muscuri, Weiße Rosen aus Athen. Ja. Das war eine Karaoke-Show, die wir gemacht haben mit meinem Angelclub bei uns am Hof zur Einweihung. Aha. Und da musste dann einer musste das knallrote Gummiboot singen, der andere hat Andrea Berg gemacht und ich hatte das Vergnügen, als Nana Muscuri aufzutreten. In Kaubestiefel, langes blaues Kleid, mit Perücke, weiße Rosen in der Hand und durfte dann singen. Ja, es war ja nur unter Männern, das war das Gute dabei. Super. Ne? Ja. Und das hat einen Heiden Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Aber das bleibt auch natürlich auch irgendwo in der Presse hängen. Das ist doch schön so. Ne? Ja, das gehört eigentlich dazu, ja, muss man einfach sagen. Ja, ganz genau. Und dann, du musst ja auch mal irgendwo, musst du ja abspannen, ob es jetzt, sagen wir, bei mir oft die Pferde waren, die Hunde, was ja bei mir die große Leidenschaft immer nach wie vor noch ist, ist das Angeln, ist ja geblieben. Und da kommst du eigentlich mal raus. Und wenn du da abends irgendwo bist, so, ich gehe oft nach Norwegen dann zum Fischen, wenn ich die Möglichkeit habe, und stehst da im Wasser, die Sonne geht unter, und du siehst da durch das Viadukt, wie die Sonne da drin steht, dann wirst du schon auch ein bisschen demütig zu dieser Erde. Aber es holt dich wieder runter. Ja. Du bist abreagiert, du erholst dich und das macht dann einfach Spaß. War ein gutes Wort, Angeln. Jetzt kommen wir zu deinen beiden Büchern. Ja, jetzt kommen wir zu meinen beiden Büchern, ja. Ich habe sie dir extra mitgebracht. Ja, das ist nett. Ja. Und eins schenke ich dir. Ach, und das Dank. Andere habe ich jetzt gehört, machst du ja noch eine Verlosung. Ja, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, mach ich was? Nehme das noch mit da rein. Ja, herzlichen Dank. Ich zeig das mal, wie gesagt, oder machen wir das nachher? Ja, das Trikot auch noch dazu. Achso, ja. Ne? Können wir das mal, da was du sagen, das U21? Ja, sage ich, okay, sage ich jetzt dazu, bevor wir das mit dem Buch machen. Ja, das ist jetzt U21, nach dem Spiel gewesen gegen Österreich, da haben wir die Trikots noch unterschrieben. Aha. Und das ist jetzt die aktuelle U21-Nationalmannschaft. Die jetzt auch in Rio spielt? Nein, die in Rio spielt ja die Olympia-Auswahl. Da sind auch noch die bei von der vorherigen, Ach so. Die in Tschechien dann im Halbfinale gescheitert sind. Ja. Da wird eine Mannschaft draus entstehen. Ach, da wird eine Mannschaft draus entstehen. Ja. Na, trotzdem. Ja. Aber da hast du schon mal bei alles drauf. Die vier Sterne sind drauf. Hervorragend. Ne? Ist gut. Danke dir, Horst. Ganz herzlichen Dank. Gerade machen wir da noch was draus. Ja gut, zum Buch ist eigentlich sozusagen jetzt, nur damit es auch von vornherein, ich habe es nicht geschrieben. Also es hat Andreas Schier geschrieben. Ja. Das ist ein junger Mann gewesen, der dann vor knapp 3 Jahren mal bei mir auf der Matte stand und hat gesagt, er würde gerne ein Buch über mich schreiben. Und ich habe am Anfang immer gesagt, na, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich sage, wer soll so ein Buch kaufen? Und im Nachhinein habe ich dann mit einigen Leuten gesprochen und gesagt, lass es doch nicht für dich schreiben,
lass es einfach für deine Urenkel schreiben. Ja. Und dann habe ich mich mit ihm darauf eingelassen und habe gesagt, okay, wenn du das Buch schreiben willst, aber ich will, dass du das Buch schreibst, nicht ich. Mhm. Und ich helfe dir, ich gebe dir die Daten und wenn jemand sprechen möchte, das hin und her. Der hat sich dann da wirklich so reingekniet und hat dann rund 200 Leute, die alle mit mir zu tun haben, hat sie alle befragt. So, und hat das der Buch dann geschrieben. Und ich muss sagen, Kompliment. Also man kann es super lesen, muss auf sich, sag ich jetzt. Und bin heilfroh, dass das nicht in der Ich-Form ist, sondern dass es wirklich aus der Richtung kommt, wie die Leute mich sehen. Und da ist meine Mutter kommt da mit drin vor, meine Geschwister kommen da drin vor. Dann eben halt Spieler von früher, ob das jetzt Essen war oder Hamburg war, Selbststandard Lüttich und so weiter, bis heute. Und ja, was soll ich eigentlich sagen zu dem Buch? Normal müsste ich jetzt einfach sagen, kaufen, lesen, es lohnt sich. Ja, bleib ich einfach dabei. Ja, selbstverständlich, das ist völlig recht. Aber das ist jetzt die Biografie, aber es gibt noch ein zweites über Angeln, ne? Ja, das ist aber zu meiner Zeit gewesen, in Hamburg haben wir das mal gemacht. Das ist ein Sachbuch, das ist ausverkauft, das gibt es nicht mehr. Ah, das gibt es gar nicht mehr. Aber in Dänemark hat es großen Erfolg, ne? Ja, in Dänemark hat das große Erfolge gehabt, das hat hier in Deutschland komplett große Erfolge gehabt, dadurch ist es ja ausverkauft. Das kann man im Internet noch kaufen für 80, 90 Euro. Oh was? Ja, obwohl es damals auch nur 14,95 gekostet hat. Na ja, gut. Ne, aber wie gesagt, nein, aber das denke ich mal... Muss ich Andreas hier auch ein Kompliment machen, wie er das geschrieben hat und dass er da wirklich viel Herzblut reingesteckt hat. Okay, prima. Ja, wunderbar. Dann machen wir nachher noch eine Widmung rein, das eine. Bei denen, die sind beide unterschrieben. Die Widmung mache ich noch. Sieht da drauf, sind handsigniert. Die ersten 6.000 habe ich von vornherein gesagt, unterschreibe ich per Hand. Oh Mann. Das haben sie mir nach Hause geschickt. Hat lange hat 18 Stunden gedauert. Ja. Gut, Horst, tolles Gespräch. Eins möchte ich noch von dir wissen, was ich immer am Ende... meine Talkshow mache, ein ganz besonderes Erlebnis. Ich klammer jetzt mal das Familiäre aus, weil viele Leute immer gesagt haben am Anfang, Geburt meiner Töchter, Söhne oder so, lass doch das mal weg. Mhm. Du hast ja sehr viel erlebt, privat und natürlich auch sportlich. Ist da irgendwo ein Erlebnis, wo du sagst, Mensch, das war was. Das war richtig ein Highlight in meinem Leben, wo ich gerne dran denke, ob es sicherlich viele gibt. Ja, es gibt viele. Viele, sag ich mal, was das absolute Highlight war, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, das kommt auch in diesem Buch vor, war die Geschichte mit dem Papst. Ja. Da muss man halt dazu wissen, ich bin evangelisch und wir waren nach 83, war ich mit meinem Freund zusammen Italien Urlaub und da haben wir jemanden kennengelernt, der hieß Johnny Rieber. Und der hat immer dermaßen dick aufgetragen, also wenn ihr wollt, da können wir das noch machen, das noch mal, wir fahren nach Capri und dies und jenes. Und dann immer, was er alles kann und was er alles schafft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, dann sage ich zu Udo, ist er du, wenn er morgen kommt, wieder so anfängt, sage ich, dann würde ich ihm sagen, ich werde eine Audienz beim Papst. Ja. Und wir waren ja schon im Petersdom. Vorher haben wir schon geguckt. Und dann sage ich ihm, ihr sagt doch kein Problem. Ich so, hallo. Dann haben wir ihm das natürlich nie abgenommen. Und er hat gesagt, ja, ich kläre das. Wir haben da gesessen wie die Osterhasen, kommt der Nachmittag wieder und sagt, also morgen geht's nicht, aber übermorgen. Und dann sagte er schon, aber das haben wir am Anfang nicht so geschnallt, hat er gesagt, Papa ist noch nicht da, der ist auf Afrika-Tour, der kommt erst morgen wieder. Mhm. Gut, nächsten Tag ging er dann wieder, waren wir wieder in der Stadt in Rom und dann ist er wieder dann Vatikan rein. Wir haben unten bei der Schweizer Garde gesessen. Die haben uns dann natürlich mit Fußball ausgetauscht, weil sie haben gewusst, wer ich bin. Und dann kam er runter und hat gesagt, ja, morgen geht nicht, der Papa ist noch zu müde. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir ihn. Ja, aber leider war es nicht der Fall, oder Gott sei Dank war es nicht der Fall. Und nächsten Tag kam er dann und sagte, morgen früh haben wir Audienz. Dann sind wir nächsten Tag dahin, oder ordentlich angezogen, hin, oder nicht. Und dann haben wir da oben gesessen, dann kamen die Jungs mit der Scherbe, der wurde uns auch schon ein bisschen anders, dann haben wir uns schon mal ordentlich hingesetzt. Und ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen, der Druck ist ein bisschen runtergegangen, als dann ein Kardinal kam, der aus dem Bischofstum Münster kam. Das war seine rechte Hand da und der klärte uns dann auf, wir brauchten nicht, also wenn wir das nicht wollen, wir müssten da nicht auf die Knie gehen oder in den Ring küssen, wir können ihm auch ganz normal die Hand geben. Also wurden wir da so ein bisschen eingewiesen und der nächste Punkt war der, die Jungs saßen dann da mit ihren Schärpen und der eine kaute immer Kaugummi, dann ging das alles so ein bisschen runter. Ne? Und dann gingen wir rein und hat vielleicht eine halbe Minute gedauert, dann ging auf der anderen Seite die Tür auf, kam der Papst rein. Da muss ich schon sagen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass jetzt das Licht angeht. Und als er dann noch sagte,
Juventus Turin, Hamburgo 1-0 und macht so, ne, dann war es eigentlich klar. Was die Faszination dabei war, einmal diese Erscheinung, ja, und zum anderen, er sprach perfekt Deutsch. Ja. Es war so, dass wir uns auch über Fußball ausgetauscht haben, dass wir uns dann am Ende nachher auch über, ja, einige Sachen dann eben halt auch, dass er uns für die Familien und so weiter alles Gute wünscht und hin und her. Also es ging eigentlich, es war eine Atmosphäre, die einfach locker war, die gelöst war, die für uns aber, man kann das nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht, wie ich es bis heute nicht beschreiben kann, aber ich weiß, dass das für mich eine sensationelle Geschichte war. Und dass mich das also wirklich nachher auch wirklich aus dem Sofa gerissen hat, als ich dann auch einmal im Fernsehen hörte, dass ein Attentat auf ihn verübt worden ist. Ja. Es war so, als wenn ich wirklich eine innige Verbindung da hätte. Die hat sich sicherlich aufgebaut, ohne dass man den je wieder getroffen hat oder gesehen hat. Und das war eigentlich das Faszinierende daran. Dieser Mann hat eine Ausstrahlung gehabt oder eine sagt Karma oder sonstiges. Das war einfach sensationell. Das war für mich so eine Geschichte, die ich dann auch, ja, erstmal vergisst du sie nicht mehr. Aber die dir immer wieder ins Gedächtnis kommt, die immer wieder zurückkommt, also zumindest in meinem Leben. Und ich bin sicherlich auch ein gläubiger Mensch, gar keine Frage. Und bin auch dankbar für alles das, was ich erleben darf. Und vor allen Dingen lange verheiratet, Kinder sind gesund, ist alles in Ordnung, meine Mutter lebt noch. Also im Moment sage ich jetzt mal einfach, bin ich sehr zufrieden. Ja, das haben wir gemerkt. Das ist auch gut so. Schön, ja. Hoffentlich geht das so weiter. Horst, schön, dass du da warst. Für dich alles, alles Gute. Olympiade, vielleicht kriegen wir mal einen Olympiasieger mit dir im nächsten Jahr, wer weiß. Wenn ihr Glück habt und wenn das alles passt, ist ja mal so. Fußball ist auch Glück, ne? Ich kann dir jetzt nichts versprechen, aber, nee. Aber ich denke mal, wir werden es versuchen. Gut. Ne? Also, das ist doch schon mal was. Ja, klar. Ne? Und nein, wir werden sicherlich eine gute Mannschaft haben, wir werden sicherlich auch eine Chance kriegen. Wir müssen halt nur einfach nutzen und keine Auszeit nehmen. Ganz genau so ist es. Prima. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich erstmal. Ich bin gern gekommen. Ja, und vielleicht können wir es ja wiederholen. Ja, wir sehen uns garantiert mal wieder. Denk, ja. Wenn das irgendwann mal klappt oder so, du bist ja jetzt ganz in der Nähe, ist das schön so. So, meine Damen und Herren, das war's erstmal. Und wir beide, sagen mal nachträglich, frohes neues Jahr. Alles, alles Gute für Sie und hoffentlich, dass wir noch viele, viele Sendungen zusammen machen und dass Sie als mein Zuschauer immer wieder und immer weiter dabei sein werden. Das freut mich natürlich. Ganz besonders und wir haben als nächste Sendung den Götz Dietsche. Götz Dietsche war ein Mann in der Wirtschaft, der hatte mit der Bahn zu tun und hatte mit dem Busverkehr in Kiel zu tun und hat hier sehr, sehr viel erreicht. Das ist dann mein nächster Gast hier auf dem gelben Sofa. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Danke. Gut. Jo.